Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Elex. Zack. Ich musste kurz mal das Mikrofon verstellen. Okay. Ich weiß, ich könnte das eigentlich immer vor der Aufnahme machen, aber ich merke dann erst irgendwie, dass es doch ein bisschen scheiße steht gerade. Okay. Das sind alles diese Separatisten, ne? Genau, die verbergen sich alle da. Was habe ich denn? Ach, jetzt muss ich erstmal hier wieder. Geschwächter Alp. Wo sind die? Ich glaube, sind das nicht die, die wir... Das sind nicht die, die wir gesehen haben, oder? Die da diese an dieser Gruppe da waren? Ich glaube nicht. Ich kann mir schon fast nicht vorstellen. Na, auf was treffen wir? Auf gar nichts? Noch nicht? Kommt noch. So, jetzt weiß ich auch wieder, wie alles geht. Hier sind doch diese ganzen Spinnen, oder? Aha, da hinten sind die Alps. Die krieg ich noch nicht. Kaputt. Muss ab und zu nach dem Hundi gucken. Ich weiß nicht, ob die mit uns reden wollen. Die sind auf jeden Fall gelb und noch nicht rot. Okay, sie sind rot. Die sind ja. Die werden rot. Ist gut. Das Thema hat sich gerade erledigt. Ah, für die Alps. Da bin ich noch viel zu schwach für. Ich denke, es wird jetzt auch so langsam, aber sicher Zeit. Die ganzen Sachen hier fertig zu kriegen, damit wir... Bei den Klerikern können wir ja schon beitreten. Geschwächter Alp. Okay, das lassen wir weg. Unterhändler. Ich habe mir wirklich mit einem Sessel gesprochen, was wir anbieten. Schlechter Zeitpunkt. Ach ja, ich weiß. Weil wir da hinten gejagt werden. Toll. Geht es jetzt? Oh, gruselig. Ja, das sind doch ganz die ganzen Giftgase wieder. Hoffentlich begegnen wir niemandem, den ich kenne. Ich habe jetzt echt keine Lust auf unnötige Unterhaltung. Ah, ich müsste deine Quest auch mal wieder zu Ende bringen. Es regnet, oh mein Gott. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ey, hier gibt es sogar richtig Wetter. Ist ja geil. Ist mir das eigentlich schon vorher aufgefallen? Hat es eigentlich schon vorher geregnet in dem Let's Play? Ich weiß es nicht. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Hm.
Komm, wir erzählen mal die Wahrheit, ne, oder? Sie sind im Westen. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Abgebrochen. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Bring mir etwas bei. Spurensuche ist jetzt abgebrochen. Okay, schade. Hätte ich vorher wohl machen sollen. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, ne? Gut, ich weiß. Ich glaube, ich kann wieder... Ja, ich kann mich wieder ein bisschen hier... Okay, das ist schon mal klar. Dann gebe ich noch 2 dafür, 2 dafür, 2 dafür. Ja, so. So, jetzt sind wir mal ein bisschen wieder hochgeschickt. Ich habe gerade gesehen, wir sind Level 15. Was sehr gut ist. Verdammte Technik. Ich weiß, du kannst mich auch mal. Waldputz, geschwächter Alp. Ja. Sind permanente Bedrohung, sondern Edan haben sie sich bald mal geschwächter Alp. Achso, nee. Berichte den Berserkern. Spodus war schon Akira 15 Freund, sondern. Ach ja, genau. Ich muss eher noch Bescheid sagen. Stormson lebt noch? Oga ist tot. Wer ist dafür verantwortlich? Eine Truppe Alps hat ihn ins Visier genommen. Diese verfluchten Bastarde dringen in unser Land ein und beanspruchen es für sich. Aber sie werden alle mit Blut bezahlen. Ich hoffe, du hast sie zur Strecke gebracht. Dazu bin ich nicht gekommen. Dann erledige das. Ich erwarte Gehorsam. Das war nicht Bestandteil deines Auftrages. Dann ist es das jetzt. Behellige mich nicht mit Einzelheiten. Ihr Tod ist der einzige Weg, für Gerechtigkeit zu sorgen. Rogas Tod muss gerecht werden. Stormson lebt noch. Unmöglich. Meine Männer hatten klare Anweisungen. Wo stecken sie überhaupt? Sie müssten längst zurück sein. Sie haben es nicht geschafft. Was? Wie konnten sie zulassen, dass er sich meinem Urteil entziehen kann? Du wirst mir seinen Kopf bringen. Er ist verantwortlich für ihren Tod und soll mit Blut bezahlen. Such dir jemand anderes für deine Drecksarbeit. Bist du etwa nicht Manns genug für diese Aufgabe? Du hast wohl Angst, dass du das Schicksal meiner Männer teilst. Nein, ich sehe nur keinen Sinn in diesem Auftrag. Er hat unsere Gemeinschaft nachhaltig geschwächt. Das ist nicht hinnehmbar. Vielleicht wird er noch mehr unserer Männer töten. Er muss gefunden werden. Also nimm dich der Sache an. Boah. Töte die eindringenden Albspieler. Ich kann die nicht töten. Kann ich nicht. Krieg's nicht gebacken. Ich krieg's nicht gebacken. Ich bin noch zu schwach oder ich stelle mich einfach noch zu dumm an dafür. Will ich überhaupt dem Berserkern beitreten? So langsam zweifle ich. Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich befürchte, dass Angrim ihn jetzt jagen lassen wird. Wo immer er auch stecken mag. Ich hoffe, er ist vor dem Clan in Sicherheit.
Solltest du auf ihn stoßen, warne ihn vor. Mir liegt viel daran, dass er wohl auf ist. Weißt du, wohin er geflohen sein könnte? Naja, da er schon immer einen Narren an der Technik der Kleriker gefressen hat, solltest du dich bei ihnen einmal umsehen. Mhm. Was ist das? Technik. Kennst du nicht. Töte die Eindringlinge. Krieg ich nicht gebacken. Töte Stormzorn. Das krieg ich gebacken. Ich schaffe es noch nicht. Pass auf, ich reise jetzt einmal nach bei den Klerikern. Ne, das ist der Hort. Falsch. Hä? Fort. More Hort. Fort. Das Vor und das Hort. Ich frage mal direkt hier vorne. Vielleicht weiß der schon was. Ich könnte auch den Klerikern beitreten. Weitergehen. Ich hab zu tun. Bitte spinn jetzt nicht rum, Technik. Danke. Aber wo soll ich mich denn da am besten umsehen? Ich könnte nochmal bei den ganz großen Boss schauen. Also mich interessiert ja bei den Berserkern die Magie, ne? Die interessiert mich ja richtig, aber... Ich weiß nicht, also wenn das jetzt wirklich daraus hinaufläuft, dass ich echt nur diese, dass ich diese Viecher da töten muss. Nee. Macht das für mich erstmal keinen Sinn. Weil ich sie einfach nicht, ich krieg sie nicht tot. Ich krieg sie nicht tot. Ich kann machen, was ich will. Ich hab's versucht. Ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Okay, gehen wir nochmal dahin. Was meine Wie mache ich? Du bist auf Angrims. Das ist von der. Du hast das eine große. Ich denke, du kannst noch streng. Oh, weißt du was, wenn du das. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Ich werd gerade aggressiv, ey. Bitte die Eindringlinge kriege ich auch noch nicht hin. Nestie ist eine Vollkatastrophe, sowohl menschlich als auch disziplinarisch. Aber sie ist eine extrem starke Kämpferin, fast unverzichtbar für meine kleine Mission. Ja, aber... noch viel zu schlimm. Ein leises Flüstern. Kayan kann... Ach so, Kayan kann... Der war gut.
Hä? Sind das jetzt... Achso, das sind Gefährten jetzt hier. Oh, oh, oh. Ulbricht Großoffensive, was ist das denn genau? Da waren Laufbursches Größenwahn. Finde ich denn hier die ganzen Sachen? Lass mal hier gucken. Da finde ich was. Da finde ich was. Oh nein. Da sind doch diese Dingens. Diese, oh, da war ich doch schon mal. Da bin ich doch vorbeigelaufen. Da bin ich doch so oft in den Minen lang, in die Minen reingerannt. Da sind doch erst diese ganzen Spinnen und Dinos und dann sind doch da ganz viele Banditen. Das wird hier mit Sicherheit nicht anders aussehen. Kriege ich das da durch? Hm. Und hier sind überall diese ganzen Spinnen. Da komme ich nicht rein momentan. Das schaffe ich nicht. Ja, ich mache jetzt erstmal. Ich denke, ich werde jetzt erstmal. Kayas Quest zu Ende machen. Achso. Ich werde mal gucken, ob ich das schon irgendwie gebacken kriege. Was ich allerdings nicht glaube, aber ich habe 4 Granaten und denke, ich bin einigermaßen gut vorbereitet. Einmal kurz vorbereiten. Was das früher wohl mal war. Gut. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Einmal den Spielstand speichern. Na gut, zur Not muss ich halt dann schon einer Fraktion beitreten und gucken, ob ich diese Aufgaben dann später dann lösen kann. Und ansonsten habe ich dann halt Pech gehabt. Wow, 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 wow. Ah! Okay, sieht sehr gut aus. Nein! Ach, ich würde gerne noch mal speichern. Laden nochmal. Darf ich nochmal bitte einmal laden? Ich will gerne. Ach ja, das. Ich krieg das hin. Ich könnte sie auch zu den Outlaws locken. Das wäre auch eine Idee, ne? Na ja, muss ich gleich dran denken. Achtung!
Okay, los geht's. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Hallo. Boah. Nein! Fuck, ey. Ich raste aus. Das war an sich gar nicht mal so übel. Aber ich denke, Rennen wäre... Es geht los. Keine Munition mehr. So, gucken. Wer lebt noch alles? Keiner mehr. Ah, okay, den kriege ich nicht hin. Kaya? So, wir haben es. Könnten wir das bitte einmal speichern? Oh. Gott, Kaya, ey, du machst mich fertig. Deine Quest ist der Hammer. Ach, das sind Schwerfällige. Das könnte erklären, warum die so stark sind, ja. Da oben sind noch welche, das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Oh, scheiße. Ich habe gar nichts mehr. Aber ich würde das gerne speichern, dass ich so weit gekommen bin. Ah. Einmal nochmal. Hundi horchen und dann... Sieht auch sehr schlecht aus. Ah. Oh Gott. Leute, ich werde verfolgt. Könnte mal einer was tun? Nein, das kann ich nicht glauben. Macht ihr mal. Regelt das mal bitte für mich. Wuhu. Kaya ist tot. Hoppala. Irgendeinen Grund kann ich nicht schießen. Wow. Was soll das denn hier?
bin auch dafür, dass ihr den bitte killt. War auch noch viel zu stark. Habt ihr den Totenkopf gesehen bei den Viechern? Boah, die Granaten sind mega, ey. Ich muss Granaten holen. Kaya, du bist wieder da. Dankeschön. Hihi. Ja, Glück ist ja, dass bei Elex diese Tiere nicht respawnen. Also ich kann da jetzt schön genüsslich hingehen. Keine Gefahr. Sehr schön. Ich glaube sogar Kayas Mission ist die schwerste von den ganzen Gefährten. War das Feuer hier auch schon? Hier muss es sein. Ich kann das Elex in der Erde förmlich riechen. Okay. Und was passiert jetzt? Ich werde meditieren. Stell dich einfach darüber und warte, bis ich fertig bin, okay? Sieht schon voll cool aus. Es ist faszinierend. Ich hatte das Gefühl... Ja? Ja. Es war fast so, als ob das Elex zu mir gesprochen hätte. Es war wie ein leises Flüstern. Und es war fast so, als würde es etwas von mir wollen. Das Elex spricht zu dir. Ich weiß, wie verrückt sich das anhört, aber dennoch ist es wahr. Ich bin dafür, dass du tatsächlich ein Elex-Ader gefunden hast. Wie geht's dir? Das Mutantenaufkommen spricht jedenfalls dafür, dass du tatsächlich eine Elex-Ader gefunden hast. Hm. Aber der Rest... Hör zu, es ist mir egal, ob du mir glaubst, wenn du mir nur hilfst. Das heißt, du willst damit weitermachen? Unbedingt. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich deiner Kampftruppe beitrete. Also stell keine Fragen, wenn du die Antworten nicht hören willst. Meiner Kampftruppe? Nehmen wir mal an, ich glaube dir. Was genau meinst du gehört zu haben? Ich bin mir nicht sicher, das Flüstern war sehr leise. Doch es scheint so, als hätte das Elex eine Art kollektives Bewusstsein. Wenn das wahr ist, dann müssten die Stimmen umso stärker sein, je mehr Elex da ist. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde meine Sinne schärfen und versuchen, ein noch größeres Elex-Vorkommen aufzuspüren. Doch zuerst will ich noch einmal zurück in meine Heimat. Ich muss nach Edan und mir eines unserer Weltenherzen ansehen. Hm. Südlich der Observierungsstation in der Mitte von Edan steht ein vielversprechendes Exemplar. Ich will wissen, ob ich die Stimmen auch höre, wenn ich mich einer großen Menge Mana nähere. Du hast bisher auch nie etwas in der Art gehört. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Pass auf. Tut mir leid, aber ich kann das jetzt nicht auf sich beruhen lassen. Ich muss unbedingt... Geh nur. Ich komme später nach, wenn ich kann. Danke. Also dann, wir sehen uns in Edan. Kaya weg. Kaya weg. Oh Gott. Wo ist sie jetzt? Nein. Ah doch, Gott sei Dank. Och, ich dachte schon, die wäre jetzt hier unten in dem Land. Nein. Sie ist da oben, Gott sei Dank. Oh, nicht allzu weit weg. Oh mein Gott. Mitkommen. Natürlich. Ich nehme mir einfach mal einen mit. Reise dann jetzt zu Kaya. Mhm. Komm ruhig her. Komm her.
Drohst du nur oder kommst du endlich? Ah, jetzt kommt er. Oh, er greift Falk an. War ja auch nur ein junger Hornwolf. Ich habe mich schon gewundert, warum das so gut lief. Achtung! Der Zaun ist so voll im Weg. Falk, du machst das schon. Gleich doch. Bin ich nicht von hier gekommen? Ja sicher, ich bin doch da rausgekommen. Hier ist doch, yo. Moment da. Zum Wolf. Ha. Kaya kämpft da mit jemandem. Falk, tu was. Ja, ich habe ein Problem. Ein Kampf. Oh, Falk hat sich wieder erholt. Okay, mach du das. Mach du weiter, Falk. Oh, was ist das denn? Oh, ich zwitsche. Was war das gerade? Ich bin voll gezwitscht. Das sieht gut aus. Jawohl. Kaya, bewusstlos. Bitte steh auf, Mädel. Hey, ach, Gott sei Dank. Bist du ja. Ich dachte schon, du lässt mich hier hängen. Geht's dir nicht gut? Du siehst so... No. Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch furchtbar. Die Meditation in Abessa hat mich ziemlich mitgenommen. Es ist irgendwie, als hätte ich gar kein Gefühl mehr in den Knochen. Kein Gefühl, sagst du? Oh, du meinst also das Elex, ja? Verdammt. Ich hatte vergessen, dass es diese verheerende Wirkung hat, wenn es nicht zu Mana umgewandelt wurde. Ich brauche unbedingt mehr pures Mana, um diesen Effekt abzumildern. Ich dachte, du wolltest zu einem Weltenherz. Ja, richtig. Ich habe es nicht ganz bis dorthin geschafft. Aber jetzt, wo du da bist, können wir ja zusammen dorthin. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich will nicht zur emotionslosen Maschine verkümmern. Dann lass uns gehen. In Ordnung. Kommt Falk jetzt mit? Was? Ist das ein Drache oder was? Irgendetwas stimmt mit dem Ding nicht. Irgendetwas sagt mir... Normalerweise wird ein Weltenherz von unseren Leuten bewacht. Dieses offenbar nicht mehr. Okay, dann sollten wir uns auf einen Kampf einstellen. Auch größere Mengen Mana ziehen Viehzeug an. Sehr gut. Ja, Falk ist weg.
Nee, schaffe ich nicht. Habt ihr das gesehen? Ey, da die Vögel sind ja schon ein Problem, aber da, dieser komische Drache da. Da muss ich erst eine andere Quest von den Gefährten zu Ende machen. Ich will nur gucken, was... Alter, Labeda! Was war das denn? Alter, was war das? Irgendwas hat uns gesehen. Oh, diese Vögel. Kaya, könntest du mal bitte? Bitte, 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 bitte! Okay, hab ich. Na, hallo. Hallo. Oh Mann. Oh, ich kann gar nicht, ich richt mich gerade mächtig aus. Ich kann gar nicht so schnell abhauen oder die Waffe wegstecken, wie ich eigentlich möchte. Ich rede jetzt auch ein bisschen lauter, weil ich gerade mächtig angepisst bin. Okay. Ich muss jetzt eh einen Cut machen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.